Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Mit-Vlog diese Woche. Ich merke gerade, ich habe mich hier gerade eingesaut. Ich glaube, mit Kind ist es so, dass man sich ständig einsaut. Ich muss hier nochmal ein bisschen korrigieren. So, wir sind immer noch in Aksaray und heute wurden wir mal zum Iftar-Essen eingeladen. Und das ist sozusagen, morgen ist letzter Tag, also morgen ist Donnerstag. Und ja, warum ich jetzt die Kamera mitnehme, weil die am Telefon gesagt haben, wir machen Künefe selber. Ich so, hä? Wie, ihr macht das selber? Das will ich jetzt genauer sehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, letzten beiden Tage, beziehungsweise heute, nur noch morgen, letzter Tag Ramazan. Ja, das Schöne jetzt hier in Aksaray ist, dass Aksaray kein Istanbul ist und wir natürlich innerhalb von 5 Minuten da sind, wo wir hin möchten. Und in Istanbul ist es dann immer so, ach, wir müssen jetzt nach Pendik, ach, dann sind wir mal eben 1 Stunde unterwegs, ne? Und hier ist es einfach alles super. Und da wären wir jetzt beim Essen. Und es sind noch 2 Minuten. Hier haben wir ein bisschen Salat. Ja, Kabulitze. So, das ist die Künefe. Die ist leider schon fertig, Künefe. Und dann kommt hier halt die Soße oben da drauf. Also das ist jetzt Käse mit, weiß ich jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber sehr, sehr lecker. Also wenn ihr mal in die Türkei kommt, dann probiert auf jeden Fall mal Künefe aus. Und da jetzt am besten noch eine Kugel Eis oben drauf, schmeckt besonders gut. Wir feiern heute Hamzas Geburtstag und beziehungsweise wir haben schon ein paar Bilder gemacht und jetzt wollen wir natürlich den Kuchen anschneiden, beziehungsweise die Torte, und die zeige ich euch jetzt einmal. Da mein kleiner Schatz ein Krümelmonster ist und sehr, sehr gerne nascht bzw. sehr, sehr gern isst, habe ich hier so eine Torte anfertigen lassen. Und ja, ich finde, die ist, ich mag ja mal nicht so viel Kitsch und so, deswegen habe ich jetzt so was, ein bisschen was Dezenteres genommen und ich finde sie sehr, 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 sehr gut gelungen. Und ich habe jetzt die Torte angeschnitten, die sieht jetzt so aus. Und ja. Tamam. Das ist immer so schade, das so anzuschneiden, aber dazu ist ja eine Torte da. Und ich hoffe, sie schmeckt genauso gut, wie sie aussieht. Ich hatte euch ja vor 2 Wochen erzählt, dass mit Sami was nicht stimmt. Komm jetzt! Diese Müdigkeit, die ihn ständig begleitet und Schlafstörungen bis zum Abwinken. Ja, Sami! Ja, ey, Bro. Er ja nicht zum Arzt geht und ich habe eine super, super interessante Kooperationsanfrage bekommen und die muss ich euch unbedingt zeigen. Das wäre, glaube ich, auch damals was für mich gewesen, weil ich konnte immer, ich arbeite ja selber beim Arzt und ich konnte immer selber nicht zum Arzt fahren. Ich hatte immer nur Mittwochnachmittags frei und Freitagnachmittags frei, das heißt, ich selber konnte immer nicht zum Arzt gehen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich glaube, er dachte, das, was da die ganze Zeit auf dem Tisch liegt, das sind nur Kosmetikproben oder so, aber falsch, das sind keine Kosmetikproben. Das sind total cool Testkits für zu Hause. Also das ist jetzt hier zum Beispiel ein Eisenmangel-Testkit. Dann haben wir hier, ich glaube, das wird auch bei Sami rauskommen, der Vitamin-D-Testkit. Das heißt, ihr könnt diese Tests zu Hause durchführen und dann werden die per Post an ein Labor geschickt. Also ihr könnt eure Gesundheit von zu Hause aus in die Hand nehmen und müsst dafür jetzt nicht mehr extra zum Arzt fahren. Einmal für mich. Und einmal für Sami. Cerascreen ist die Firma, die dahinter steckt. Ihr könnt diese Tests alle online bestellen. Und somit könnt ihr halt herausfinden, was die Ursachen zum Beispiel für Schlafstörungen sind, für Unwohlsein sind, für Müdigkeit sind oder Depressionen sind. Und das ist jetzt nur eine Auswahl, also das sind jetzt nur 3 Tests, eine kleine Auswahl, die wir oder die für uns vielleicht in Frage kämen. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Tests. Schaut einfach mal auf der Seite und übrigens kriegt ihr dann auch mit meinem Code ein 15% Rabattcode und das ist nicht gerade wenig. So, das ist jetzt hier der Vitamin D-Test. Also ihr seht, hier sind so kleine Behälter drin, wo ihr gleich euer Blut abgeben könnt. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht filmen. Also das ist wie beim Zuckertest, dass ihr hier einen Piekser reinmacht und dann könnt ihr so ein bisschen drücken und dann könnt ihr das hier reinfüllen. Und hier habt ihr dann halt eure Aktivität, eure Karten und Informationen und dann tütet ihr das Ganze ein. Und dann könnt ihr das Ganze verschicken.
warum sollte ich mir das im Internet bestellen, wenn ich auch zum Arzt gehen kann und das mir beim Arzt machen lassen kann? Natürlich kannst du das beim Arzt machen lassen, aber mit dem im Internet kannst du dir halt den Gang zum Arzt sparen, weil erstens ist es eine Igel-Leistung. Das heißt, wenn du jetzt zum Arzt gehst und sagst, ich möchte bitte, dass mein Vitamin D getestet wird, dann ist das eine Privatleistung, weil du das auf eigenen Wunsch äußerst und vielleicht ohne andere Beschwerden diesen Vitamin-T-Test machen möchtest. Und deswegen ist das eine Igel-Leistung und somit eine Privatleistung. Und wenn ihr dann solltet ihr so ein paar Tage später dann eure Testergebnisse kriegen und ihr kriegt einen ausführlichen Bericht darüber und werdet danach auch noch beraten, was ihr zu tun habt, damit diese Mängel dann behoben werden. Es piekt jetzt einmal. Ja. Gut. Und dann. So, wir füllen das jetzt hier aus. Also wer kein Blut sehen kann, ich zeige es jetzt mit Absicht nicht, aber wir füllen das als Eimer und dann geht's gleich weiter. So, wir waren jetzt fleißig und haben alle Tests durchgeführt. Also ich habe alle gemacht, außer meinen Eisenmangeltest, weil ich weiß, ich habe momentan keinen Eisenmangel. Und ja, am meisten bin ich jetzt gespannt auf den Lebensmittelreaktionstest und auf den Vitamin-D-Test. Und die werden jetzt hier eingetütet. Übrigens Entgelt bezahlt auch Cerascreen. Also ich weiß auch, dass meine Schwester letztens einen Lebensmittelreaktionstest gemacht hat. Und da sind so einige bei ihr rausgekommen, also bei Fulia. Und dann hat sie halt diese Lebensmittel alle weggelassen. Dann hat sie mal eben 10 Kilo abgenommen. Ich bin gespannt. Ja. Und wie gesagt, mit meinem Code bekommt ihr 15% auf euer Kit. Ja. So, heute ist Dienstag. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Blutproben irgendwie abgegeben bekommen. Ansonsten fahren wir jetzt erstmal zur Polizei. Wegen meiner steuerrechtlichen Situation, da gibt es so ein paar Probleme. Und nicht Probleme, aber sagen wir mal so, ich habe seit 5 Jahren umsonst in Deutschland Steuern bezahlt. Und jetzt brauchen die einen Schrieb, meine Ein- und Ausreisedaten sozusagen. Und manche Stempel auf dem Reisepass kann man halt, manche Stempel auf dem Reisepass kann man halt nicht so gut erkennen. Und deswegen hat die Polizei das ja alles elektronisch erfasst. Und da fahren wir jetzt hin, um das uns anzufordern. Ich hoffe, dass es da jetzt keine Probleme weiter gibt und wie das dann weiter mit dieser steuerrechtlichen Situation dann weitergeht. So, ich bin jetzt, wie ihr seht, bei meiner Schwägerin. Mach mal hier kurz stumm. Man sieht auch, dass ich ein bisschen geheult habe. Warum? Das Ding ist einfach, es regt mich so derbe auf, wenn man... Weißt du, wir waren erstmal in Üsküdar bei der Polizei und dann sagte man, nee, unser System funktioniert leider nicht, leider können wir Ihnen die Daten nicht ausgeben. Okay, dachte ich mir, war ja klar, ne? Fahr erstmal nach Üsküdar mit Kind und dann klappt es nicht. Dann sagte sie zu mir, fahren Sie mal lieber nach Übranie, da wird das sicherlich klappen, dann fahren wir nach Übranie. Dann sagen die uns da, die Abteilung, die eigentlich dafür zuständig ist, die ist jetzt umgezogen nach Istanbul Aksaray. Das heißt, ihr müsst dann dahin fahren. Ich so, warum sagt uns das denn keiner? Also die Frau, also alle Abteilungen, die sich eigentlich darum kümmern, in jedem Stadtteil, sind umgezogen und dann gibt es jetzt nur noch eine Stelle. Und das hätte die Frau, bei der wir am Anfang waren, schon wissen müssen. Und das hätte sie uns sagen müssen. Und ach, wisst ihr, 2 Stunden umsonst rumgefahren und mit Kind und dann nervt mich das und dann drehe ich natürlich durch und dann heule ich auch mal vor Wut. So, jetzt bin ich bei meiner Schwägerin, es ist kurz vor 5 und wir wollen nachher Abend essen und ich bin nicht bei meiner bösen Schwägerin, nein, ich bin bei meiner guten, also bei der Schwester von Sami, nicht der Frau von Samis Bruder. Also Sami hat eine Schwester und einen Bruder und mit der ich mich nicht verstehe, ist die Frau ist die Frau von seinem Bruder. Geht gar nicht, Leute. Wirklich geht gar nicht. Und ja, ein Glück haben wir uns nur auf ihrer Hochzeit gesehen und danach nicht nochmal. Hamza. Hamza, lauf mal eine Runde. Hamza, komm mal hierher. Yes, yes, yes. Yeah.
Ja, diese Woche im Blog ist leider nicht so viel passiert, deswegen habe ich leider auch nicht so viel gefilmt, weil ich die ganze Zeit zu Hause war. Ja, ich würde mal sagen, nächste Woche kriegen wir wahrscheinlich die Ergebnisse. Und dann würde ich sagen, wenn ihr meine letzten beiden Videos nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne tun. Hier oben könnt ihr mich abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.